Das ist nicht so viel. Guck mal, was haben wir hier? Das haben wir uns auch abholen. Anzugverbesserungen machen wir hier rein, falls wir noch was brauchen. Eigentlich müsste ich das hier unten einbauen, aber ich gehe mal davon aus, dass wir vielleicht Upgrades brauchen. Machen wir das da rein. Ich hoffe mal, das war richtig. Da geht es mir schon los. Hier. Das können wir nicht einbauen. Okay. Was haben wir hier? Vorgefertigte Kabel. Das können wir. Das sind Paralyser. Vielleicht brauchen wir den sogar. Ich bin mir noch nicht sicher. Das hier. Schwarzmarkt-Modifikation. Schild. Überladen 12. 33. Das ist 30, 33, 28, 33. Das macht keinen Sinn. Müssen wir rausnehmen. Können wir nicht gebrauchen. Ich wollte es gerade abreißen, aber mir ist eingefallen, ich kann es ja einpacken. Dann packe ich es lieber ein. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich könnte noch was bauen. Achso, wir haben hier noch. Und dann ob das Defensivsystem upgrade. Okay, Inventarplatz. Upgrades haben wir noch gekriegt. So, gucken wir mal. Siedlung. Okay, was müssen wir hier? Basis auf dem Planeten errichten. Okay. Haben wir eigentlich gemacht. Fehlen uns noch Teile? Brauchen wir noch mehr? Wahrscheinlich, ne? Achso, hochladen. Okay, hochladen können wir. Warte mal, den Computer können wir einpacken hier. Komm mal mit. Müssen wir den drehen? Ja, müssen wir. Okay, das ist gut. Dann setzen wir dich hier hin. So ist gut, okay. Hochladen. Okay, haben wir erledigt. Siedlung Delta. Auch abgeschlossen. Haben wir schon wieder drei Sachen geschafft. Sehr gut. Was haben wir da gekriegt? Tolles? Nee, gar nichts, ne? Nix, okay. Das müssen wir abholen. Gebäudeteil. Utopia Multiwerkzeugstation. Chromatisches Metall. Okay, kriegen wir hin. Habe ich das Gefühl, das ist irgendwie als Tutorial aufgebaut. Ja, aber ich gehe davon aus, die anderen Sachen, Expeditionen sind auch als Tutorial aufgebaut. Kupfer, chromatisches Metall. Das nehmen wir raus. Dann geht's los. Hier brauchte ich jetzt mal 200. Habe ich schon wieder vergessen. Multiwerkzeugstation. Ne, 40. Also brauchen wir nicht so viel. Haben wir gleich. Okay, haben wir. Bauen wir die Station auf. So, müssen wir hier noch irgendwas lernen, irgendwas aufbauen? Wahrscheinlich, ne? Was können wir denn gebrauchen? Das war ein Upgrade. Nanit haben wir ja genug eigentlich. Was habe ich denn immer genommen hier? Neutronenkanone oder Pulsar? Impulswerfer. Ich glaube Impuls. Ne? Da brauchen wir Phosphor für. Toll. Siehst du, jetzt brauchen wir Phosphor. Ich hab's befürchtet. Ich hab's befürchtet. Okay, Kampfvisier wäre noch ganz toll. Omni-Werkzeug. Für eine Utopia Multiwerkzeugstation Zugriff haben wir gemacht. Okay. Dann aufgebaut, dass wir müssen. Das Kampfvisier würde ich gerne einbauen. Dann brauchen wir da aber noch einen Kabelbaum. Die können wir gar nicht machen und die auch nicht. Ich baue sie trotzdem mal ein. Vielleicht können wir uns da noch ein paar Sachen kaufen. Ansonsten müssen wir die Sachen wegpacken. Okay, haben wir auch gemacht.
10 Kabelbäume, nice. Kann ich die anderen Sachen bauen? Ja, könnte ich bauen, wenn wir chromatisches Metall haben. Antimaterie, okay, ionisiertes Kobalt. Brauchen wir, glaube ich, gerade nicht. Was brauchte ich dafür? Kabelbaum können wir einbauen. Den können wir einbauen. 4 brauchen wir dafür. Phosphor brauchen wir. Das müssen wir kaufen. Quantikum wieder. Solarspiegel. Okay. Hermetisches Sieg. Ah, Mist. Kann ich noch mehr herstellen? Jo. 4 haben wir. Quantumcomputer. Chromatisches Metall und Antimaterie. Antimaterie ist auch chromatisches Metall. Okay, chromatisches Metall brauchen wir. Dann machen wir das gerade nochmal. Dann haben wir das eigentlich auch gleich schon. Dann sind wir hier auch schon bald fertig. Das geht ja gerade rucki-zucki. An sich geht das ziemlich schnell. Also wenn du schnell bist, kannst du das, könnte ich mir vorstellen, in, ja, weiß nicht, 3-4 Stunden schaffen. Ja, sagen wir 5 Stunden. Da hinke ich jetzt ein bisschen her, weil ich leider draufgegangen bin zwischendurch. Und naja. Aber ich denke mal, ich liege immer noch ganz gut in der Zeit. Reicht das schon? Ich weiß gar nicht. Jetzt habe ich nicht geguckt. Wir brauchen die hier. Und wir brauchen den da. Und könnten jetzt... Ne, warte mal, wo war das Multiwerkzeug hier? Ein Solarspiegel brauche ich noch, okay. Jetzt können wir ihn bauen. Okay, eingebaut. Querschläge, jetzt brauchen wir nur noch Phosphor hier. Phosphor müssen wir besorgen. Ich gehe mal hier rein. Vielleicht haben wir Glück und da ist Computer drin. Ich hoffe es mal. In dem anderen war ein Computer drin. Die Eier schön in Ruhe lassen hier, damit wir keinen Ärger kriegen. Ich kann wieder nicht sehen, ob da was drin ist, ne? Da ist es. Ich wusste es. Das Problem ist, es ist so konzipiert, dass du nicht drankommst halt. Das heißt, es führt kein Weg dran vorbei. Okay, da können wir noch Eisen mitnehmen. Oder hätte ich sogar noch Eisen gefunden. Da habe ich schon gleich das gleiche Problem, ne? Da hinten. Da kann ich mir Leben wiederholen. Gesundheit wiederhergestellt. Okay. Sehr gut. Nehmen wir mit. Wir nehmen einfach alles mit hier. Achso, Laterne können wir an- und ausmachen, das brauchen wir nicht. Den können wir nicht, weil mit Atlas V1 haben wir nicht gelernt. Okay, da haben wir alles mitgenommen. Dann gucken wir uns die Computer noch an und sind wir hier schon wieder raus. Schade. Ich hätte gehofft, wir können hier noch was kaufen. Mist. Nutzer identifiziert, Terminal jetzt aktiv, Datenport kurz zur Analyse freigeben. Es sah so aus, als hätte die Welt eine Wunde, grellrot an der Rande zerfetzt, wie etwas, das einmal gelebt hatte und in Stücke gerissen wurde. Ich hätte wegbleiben sollen. Hätte ich die Luft dieses Planeten atmen können, dann hätte ich wohl einen üblen, fremdartigen Geruch wahrgenommen, aber meine Neugierde konnte ohnehin nichts bremsen. War es tot? Dort, wo ich es berührte, war die Oberfläche feucht und nachgiebig. Plötzlich schien es sich zu bewegen, als würde es sich auf einer Matte aus Wimpern langsam von mir entfernen. Ich hätte es in Ruhe lassen sollen. Ich entdecke etwas Verschlüsseltes im Datenprotokoll des toten Reisenden. Es wurde aber etwas entlassen, das mir auf meiner Reise helfen wird. Okay. Wir haben leider keinen Computer hier. Und wir können es jetzt zurückporten. Ich hoffe, wir können dann was kaufen. Kaktusfleischablauung vom wilden Echinokakteen. Moment, sind hier Kakteen auf dem Planeten? Weiß ich gar nicht. Jupp. Da ist ein Kaktus. Das heißt, wir müssen Kakteen sammeln. Okay, da müssen wir ein bisschen was einlagern. Hier, warte mal. X. Raumschiff. Das ist auch ins Raumschiff. Was ist das hier? Ne, wir haben noch ein S-Modul hier, ne? Was ist das hier? 20er Magazingröße. Wir haben schon 3, ne? Querschlägermodul. Ne, wir können hier nichts mehr einbauen eigentlich. Der Mining Laser ist hier schon auf dem aufgeladenen Posten.
Ich hätte da eigentlich was machen müssen, wahrscheinlich dann, ne? Das kann ich noch rüberpacken. Das auch. Ich muss, glaube ich, irgendwas rausschmeißen bei Gelegenheit. Das brauchen wir im Augenblick auch nicht. Jetzt ist Raumschiff voll. Okay, wir stehen an. Wir müssen 500 in die Richtung. Wo ist denn unser Freund geblieben? Ist er gegangen? Wahrscheinlich. Okay, können wir das hier scannen? Das sind keine. Moment, ist das auch was zum Aloe-Fleisch? Was muss ich denn jetzt hier machen? Warte mal. Prämien gibt es Schleim. Kochzutaten sammeln. Was brauchen wir denn? Flüsternde Eier, die du in verlassenen Gebäuden findest, um Larvenkerne zu gewinnen. Besiege hungernde Ranken, die in der Nähe von Titanenwurmbauten zu finden sind, um deren fleischige Seile zu extrahieren. Flüsterndes Ei, Titanenwurm, erntefähige Pflanzen. Oh. Das ist, ja. Ich nehme das mit. Kaktus ist drüben. Guck mal hier, die können wir mitnehmen, eigentlich verkaufen. Wo ist das Zeug da oben? Wir müssen unseren Freund eigentlich mitnehmen hier, der kann hier nicht ganz locker lang klettern. Das mit den Würmern macht mir noch ein bisschen Sorgen, weil die sind echt ätzend. Man muss aufpassen, wenn man sich den Bauten nähert. Weil die kommen aus dem Boden geschossen und schießen nicht ab. Die kennen wir schon. Ich hoffe nur, dass sie mich nicht auseinandernehmen. Ich hätte doch unseren Freund holen sollen hier. Also bei der Schräge, ey, da musst du echt gucken, dass du da nicht eine rutschige Stelle hast. Sonst machst du dich gleich vom Acker. Da sind die Kakteen. Steiler ging es hier nicht mehr, ne? Alter, wenn ich mir das angucke, uff. Da geht es nur noch steil bergab. Vorsichtig, vorsichtig. Okay. Ich weiß nicht, wie viel Kaktus ich mitnehmen muss. Ich nehme ein bisschen Kaktus ist gut. Alter, das ist aber hier schon, ne? Und so. Du bist nicht sauber, wenn ich hier gerade ernte, oder? Ich hoffe mal nicht. Was ist das denn hier? Ein Loch irgendwo einfach? Okay. Uha. Nein, 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 nein. Puh. Okay, das ist hier ein bisschen gefährlich gerade. Wenn ich den Kaktus wegmache, dann kannst du nicht mehr drauf landen. Komm schon, den letzten beiden ist auch noch mit. Ah, noch ein Stück, noch ein Stück. Ich bin gerade ein bisschen vorsichtig. Wäh. Ich möchte nicht abstürzen hier. Okay, wir sehen zu, dass wir jetzt wieder nach oben kommen irgendwie. Das Jetpack hier unendlich irgendwie. Jetzt geht's noch unten. Ist das ein flüsterndes Ei? Jo, das ist ein flüsterndes Ei. Wie viel brauche ich denn davon? Und wenn ich das mitnehme, kriege ich dann Ärger. Oh ja, kriege ich. Die haben keinen Spazier. Okay. Das Problem ist, das flüssende Ei ist leider geklaut, ne? Beziehungsweise weg. Da auf der Schräge zu kämpfen ist echt schwierig. Die können hinter mich krabbeln und ich sehe es nicht. Das Nachladen dauert ganz lange.
sind absolut harmlos, die Dinger hier. Oder zumindest so gut wie harmlos. Wo ist er? Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Das ist auch neu, glaube ich, ne? Hier mit dem Kampfsystem. Du hast jetzt so lila Punkte oben drüber. Dann siehst du ganz genau. Ah, alles klar. Ist hier irgendwo ein Nest in der Nähe? Wir müssen hier noch ein bisschen was holen. Ich glaube nicht, ne? Hier ist noch ein Kollege. Ja, auch. Ich sehe aber gerade kein Nest. Irgendwo war hier noch ein Nest auf jeden Fall. Ja komm, dann gehen wir erst wieder zurück. Da müssen wir uns die Eier von da unten holen. Die sind nicht so schlimm. Problem ist nur, wenn hier Wächter in der Nähe ist, wäre das nicht so toll. Ich will mich jetzt nicht... Wow. Nicht unbedingt eingraben wollen hier. Okay, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Auch wenn ich nur noch ein halbes Leben habe. Ich muss es mal gerade aufladen. Können wir was essen? Hier. Okay, sieht gut aus. Gefahrenschild ist voll. Okay. Dann gucken wir mal. Wir brauchen 3 Eier. Oder wie brauchen wir? Ja, 3. Für den erlesenen Geschmack, ey. Oh Mann. Wo ist denn der Larvenkern? Gucken. Hey. Ach, die können spucken und laufen. Da kommt ja noch einer raus. Au! Okay, au, au, au. Gib mir das verdammte Ei! Ich hätte das eigentlich laut, die Song. Das kommt, weil ich gerade nicht. Das ist irgendwie gerade ein bisschen Banane. Okay, au, au, au. Weg, weg, weg. So. Komm her, Kollege. Jetzt kann ich nicht entscheiden. Das ist zwar ganz nett, aber die Querschläger, die hauen es nicht raus. Ne, ich mach das mit den Querschlägern, glaube ich, weg. Das bringt mir nichts. Das ist zwar ganz nett, aber... Nope. Was macht er denn da? Das sind zum Glück die, die nicht so hardcore sind. Da gibt es nämlich noch welche, die sind viel schlimmer. Habe ich jetzt wieder Ruhe? Ich glaube ja. Jetzt kommt der schwierige Teil. Ich muss zu einem Nest. Ich sehe aber gerade kein Nest in der Nähe, ne? Doch da. Da oben. Mal gerade gucken. Oh, Multiwerkzeug. Nach Aufprallzündung. Querschläger. Das machen wir weg. Das packen wir ein. Einlagern. Und was haben wir hier? Schaden? Schaden, Magazingröße. Ja, da fehlt mir noch was. Aufprall, Feuerschaden. Ne, das packen wir auch weg. Kann ich das eigentlich ganz nicht einpacken, weil es nicht fertig ist? Ja, da müsste ich es abreißen. Dann müsste ich es abreißen. Wir zerlegen das wieder, oder?
Ja, komm, wir zerlegen das wieder, machen dann das Upgrade da rein. Ich kann es ja wieder bauen. Dann setzen wir dich ein. So, dann haben wir ja auch nicht Damage. Ja, ein bisschen, okay. Okay, wir müssen jetzt da oben hin. Komme ich da hoch, ohne dass ich drauf gehe? Das wird jetzt spaßig. Zum Titanenbogen geht es da oben lang. Aufpreizen habe ich jetzt abgebrochen. Muss ich das echt extra wieder aufrufen? Warte mal, den möchte ich gerade nicht. Da. Wir brauchen noch drei hungernde Ranken. Hier können wir stehen bleiben, okay. Zumindest sind hier so ein paar Kanten drin. So kann ich auch immer so lange fliegen. Oder weil ich so knapp über den Boden fliege, kann das vielleicht sein. Bin mir nicht sicher. Sobald wir den angreifen, den Turm bzw. den Bau, kommen die glaube ich alle raus. Ich weiß nicht genau, ob die mir dann direkt im Gesicht sitzen. Das wäre nicht so toll. Können wir nochmal aufladen hier, bitte? Danke. So, 95 Meter. Oh shit, wir sind schon viel zu dicht dran hier, glaube ich. Ich gehe mal ein bisschen weiter zurück. Na, komm schon. Warum meldet sich keiner? Kann ich die nicht kaputt machen? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Oh, hier ist gerade ein Wächter unterwegs. Das ist jetzt uncool. Wo ist er? Da. Und das Ranken? Oh, Kacke. Laufen, laufen, laufen. Wo ist er? Der Wächter untersucht da vorne, okay. Hat er sich wieder beruhigt? Ne, der kommt direkt hier rüber. Das ist jetzt ungünstig. Kannst du dich bitte verziehen, Kollege? Ich will hier noch gerade was erledigen. Wie viele Seile haben wir gekriegt? Eins, wir brauchen drei, ne? Wir brauchen drei Seile. Zieh dich. Der ist zu dicht hier gerade. Was ist das denn da? Achso, das ist hier die abscheuliche Brut. Der sitzt sich sonst irgendwo wieder hin. Er ist weggegangen. Habe ich was gekriegt? Drei Stück. Okay, drei Stück brauchen wir, glaube ich. Dann verziehen wir uns wieder. Was ist er denn? Drei von sechs Spezies entdeckt, okay. Dich können wir nicht scannen. Hier fehlen noch drei Spezies, echt? Ich hab den natürlich nicht gescannt, ne? Den kann ich nicht mehr scannen, weil der ist tot. Ich brauche noch mehr Lebensform, ne? Schwebender Kristall. Da müssen die, glaube ich, noch Tiere scannen, kann das sein? Expedition. Ja. Nee. 3 von 8 Hungern und Ranken beseitigt, das reicht noch nicht. Gucken wir die Ranken noch irgendwo raus? Ne, ich sehe keine mehr gerade. Ich höre sie noch. Das ist der Große, wo ist der Große? Da ist der Große. Der staubt hier gerade wieder rum. Ich dachte gerade, hier kommt noch was aus dem Boden wieder, aber nope. Wie, kommen hier nur drei raus?
Echt? Nee, da sind sie. Ich hab gerade irgendwo. Oh shit. Und laufen und laufen und laufen. Ich finde gut, dass die so lila Dinger sind. Kommt die zu mir? Jo. Warum? Weiß ich nicht. Beschützen die? Beschützen die die Brut oder was? Moment, das Brutding ist weg oder so, kann das sein? Ja, entschuldigung, Brut ist ja drüben. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, das Nest ist nicht mehr da. Entschuldigung, Brut ist da drüben, aber der ist kaputt, oder nicht? Ist da noch irgendwas Kleines? Oder ist irgendwas, was ich scannen kann? Oder scannen können müsste? ...160 entfernt. Okay, ich habe einen scheulichen Brut mitgenommen. Ich konnte hier noch irgendwas scannen? Oder war das die abscheuliche Brut, die ich hätte scannen können? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich schon. Egal, wir haben es kaputt gemacht. Wir müssen nochmal weitersuchen. Also wir müssen noch mehr kaputt machen. Hier haben wir das. Das heißt, wir müssen noch mal einen suchen. Eine Stätte vom biologischen Schrecken befreit. Was ist denn biologischer Schreck? Sirupartige Ast, was wir machen. Was ist das denn hier? Müssen wir gleich gucken. Wir machen erstmal Essen. Wir kochen eine Runde. Das heißt, wir machen es jetzt wieder auf Neuweg und dann kochen wir eine Runde. Wir müssen noch ein Lebewesen finden, glaube ich, ne? Oder? Warte mal. Was bei 5? Lebewesen in der letzten Welt entdeckt. Ja, müssen wir nochmal gucken. 4 hungernde Ranken beseitigt. Stätte von biologischen Schrecken befreit. Müssen wir gucken. Erstmal kochen. Ich weiß nicht, ob der biologische Schrecken vielleicht die Eier sind oder so. Boah, ich hätte gesagt eher die Ranken, die da drin sind oder so. Da gibt es noch was zu futtern. So, wo ist unser Raumschiff jetzt hier? Beziehungsweise wo ist unsere Butze? Da drüben. Komme ich hier irgendwie schnell runter? Oh boy. Okay, geht. Muss ich drauf gehen hier. Ah, oh, das hat wehgetan. Okay, alles gut. Wir surfen. Okay, wir sollten jetzt in die Butze gehen. Es wird doch ein bisschen kalt jetzt. Gut, dass die Wächter nicht aggressiv sind. Wenn die Wächter hier noch aggressiv wären, dann wäre hier richtig nur der Mann. Okay, dann gucken wir mal, dass wir was kochen. Ein bisschen Phosphor noch besorgen. Ne, Phosphor brauche ich ja nicht. Ne, doch, Phosphor muss ich noch besorgen. Das heißt, ich muss doch mal vielleicht in die andere Basis wieder zurück. Okay, gucken wir mal. Wir müssen eine Küche bauen. Wir haben keine Metallplatten. Wir können aber, glaube ich, 2 Metallplatten bauen. Was? Nicht genug Eisen, oder was? Das machen wir weg. Mist, es reicht nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Dann müssen wir das verarbeiten. Dann kriegen wir noch Eisen. Okay, jetzt bauen wir die Küche hier hin. Okay, was müssen wir jetzt kochen? Wahrscheinlich einzeln wieder Aloe-Fleisch. Frisches Getränk. Nee, was müssen wir denn kochen jetzt? Extrahiere Kaktusnektar für Kaktusfleisch, raffiniere, verarbeite und Zucker. Okay. Das raus. Kaktusfleisch ist hier. Kochen eine Runde. Das
sieht voll lustig aus, wie das da durch die Gegend schwebt. Kaktus-Nektar, da müssen wir Kaktus-Zucker draus machen. Ich mach mal 5. Okay. Wir können also Zucker machen aus Kaktus, auch nicht schlecht. Zucker 1 zu 1, nice. Haben wir gemacht. Und jetzt? Raffinieren, verarbeiten in Zucker. Okay. Noch weiter? Nee. Wood. Sirupartige Eingeweide kochen. Letzte Initial Produktion aus dem. Okay. Bereite eine galertartige Membran aus den fleischigen Seilen der hungernden Ranken zu. Schaffe eine Albtraumwurst, indem du die gelatartigen Membran mit Larvenkernen füllst. Bereite schließlich sirupartige Eingeweide zu, indem du Albtraumwurst mit verarbeitetem Zucker glasierst. Das heißt, ich muss die fleischigen Seile kochen und dann mit Larvenkernen kombinieren. Okay, jetzt sind wir ja richtig gourmetmäßig unterwegs hier. Wow, okay. Also, wir haben fleischige Seile. Galertartige Membran, okay. Das sieht nicht unbedingt einladend aus. Aber wir kochen es trotzdem. Das kombinieren mit Larvenkernen. Albtraumwurst, das sieht nicht besser aus. Guck mal, das ist jetzt da reingestoppt, als wenn du so eine Blase gefüllt hast. Darm. Darmfüllung. Und das müssen wir jetzt glasieren, das Ganze noch. Okay. Sirupartige Eingeweide, na lecker. Oh, ist das wertvolles Essen? So kann man auch Geld machen, muss ich zugeben. Okay, wir haben gekocht. Ein erlesener Geschmack? Naja, darüber lässt sich streiten. Okay. Das haben wir auch gemacht und jetzt müssen wir. Utopia will, dass eine örtliche Einrichtung vom biologischen Monstrotysen befreit wird. Kehre zu deinem Schiff zurück, um Standortkoordinaten zu erhalten. Okay, ich kehre. Der Fortschritt des Utopia-Projekts hat die Erwartungen übertroffen. Ausgezeichnete Arbeit, Siedler. Allerdings verursachen lokale Parasiten weiterhin Ineffizienzen in der Produktion. Bitte gebiet dich zu dem dir zugewiesenen Standort und befreie ihn von schädlichen Lebensformen. Jetzt machen wir Kammerjäger. Okay. Das ist müssen dann drüben, wo wir jetzt hin müssen. Wo ist denn das? Da lang. Wie weit ist er entfernt? Stunde. Ist nicht weit. Okay, müsste gleich auf der anderen Seite sein. Wo ist denn das Ding? Hier drüben? Wo ist er denn? Da lang? Immer noch nicht da. Ich glaube, wir müssen nach oben fliegen. Er ist zu weit weg. Okay, wir fliegen da mal hin, würde ich sagen, und sehen uns das in der nächsten Episode an. Ich sage danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.